Trainerwechsel bei Hertha BSC. Seit Mittwoch haben wir mit Jürgen Klinsmann einen neuen Cheftrainer. Wenn ich so etwas übernehme, dann mache ich das nicht halb. Wenn ich etwas tue, ob das jetzt im Aufsichtsrat gewesen wäre, mit Rat und Tag zur Seite zu stehen, oder ob das jetzt in der Funktion ist als Trainer, dann mache ich das hundertprozentig. Der 55-Jährige übernahm unter der Woche den Job von Ante Čović. Doch er kam nicht allein. Zu seinem Team gehört der Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Sowie mit Alexander Nuri und Markus Feldorf zwei Assistenztrainer. Hertha BSC ist für unseren neuen Coach kein Neuland. Bereits sein Vater war Mitglied bei der Alten Dame. Mit Jonathan Klinsmann spielte sein Sohn noch letztes Jahr bei den Blau-Weißen. Jetzt übernimmt Jürgen Klinsmann das Ruder. Marius, zweite Trainingseinheit jetzt unter Jürgen Klinsmann. Was fällt bisher besonders auf? Was ist anders? Ja, ist natürlich ein anderer Trainer, ein neuer Trainer. Ist mehr Zug drin momentan, muss ich sagen. War gut, die ersten zwei Tage auf jeden Fall. Für uns ist es einfach nach vorne schauen, weitermachen und Gas geben. Ja, auf jeden Fall ist es für mich was Besonderes. Ich freue mich auf das Spiel, freue mich, die Jungs wieder zu sehen und will es ihnen natürlich auch zeigen. Ja, geschrieben, telefoniert haben wir jetzt dann gestern schon, vor dem Spiel noch von denen. Und ich freue mich einfach, die Jungs zu sehen, will Gas geben und ich hoffe, es wird auch für uns erfolgreich. Was können wir denn erwarten am Wochenende? Ja, ich denke, dass wir einfach ein anderes Gesicht auf dem Platz zeigen wie gegen Augsburg. Dass wir versuchen, füreinander zu kämpfen auf jeden Fall, dass wir alles geben. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel ist, aber ja, wir wollen auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen. Jemand, dem unser kommender Gegner besonders liegt, ist Salomon Kalou. In den beiden Spielen der letzten Saison erzielte Salah alle vier Tore für uns. Sowohl beim 2:2 in Dortmund sowie beim 2:3 hier in Berlin netzte Kalou. Damit hat er gegen die Truppe von Lucien Favre nun schon 7 Tore geschossen. Das ist Hertha BSC Vereinsrekord. Am 7. und 8. Spieltag der VBL haben unsere Jungs in 6 Spielen 2 Siege eingefahren. Diesmal ging es gegen Mainz 05 und den HSV. Während Elias auf der PlayStation 4 leider beide Spiele verlor, konnte Leon dies mit 2 Siegen auf der Xbox One wieder gut machen. Im 2-gegen-2-Modus wurden beide Spiele verloren. Nächste Woche geht es gegen Wien Wiesbaden und Holstein Kiel. Die Tauchgänge von den Eisbären sind gar nicht mal so lang. Die Hertha verbringt so maximal 40 Sekunden unter Wasser. Hey Hertha, ich kann 90 Sekunden die Luft anhalten. Herzlich willkommen. Die dritte Folge Hertha on Air. Und unser heutiger Gast, den haben wir in die Mitte genommen. Paul Keuter. Du bist seit 2016 Mitglied der Geschäftsleitung und hast auch eine Gastrolle im Fernsehen gespielt. In zwei Folgen in der Serie Jerks mit Christian Ulm. Der Christian Ulm ist einer der größten und fanatischsten Hertha-Fans. Ja, das ist ja schon mal sehr gut. Insofern ist er da auf mich zugekommen, der wollte das schon öfter und ich sag's euch ehrlich, so viel Kritik wie ich ernte, brauche ich halt einfach auch ein zweites Standbein. Bereits zum 8. Mal findet mit der Berliner Stadtmission eine große Sammelaktion im Rahmen von Hertha wärmt statt. Es wird unter anderem wieder nach Kleidung, Lebensmitteln, aber auch Schlafsäcken und Rucksäcken gesucht, die ihr an Wohnungslose in Berlin spenden könnt. Zwischen 12.30 Uhr und 15.25 Uhr könnte diese am Samstag auf dem Olympischen Platz abgeben. Jetzt zählt's. Jürgen Klinsmann mit seinem ersten Spiel als Cheftrainer von Hertha BSC. Gegen den BVB heißt es kämpfen, Gas geben und am Ende die Punkte im Olympiastadion behalten. Auf geht's!